Freunde, es ist zu lange her. Es geht weiter mit seltene Sachen suchen. Also sehr seltene Sachen suchen in Minecraft. Ich habe gar keine Ahnung, wie lang es her ist, dass diese Serie das letzte Mal kam. Ich glaube, es ist zu lange her. Definitiv zu lange her. Und es ist mittlerweile eben auch eine Menge vergangen. Und ich habe Großes mit euch heute in dieser Folge vor. Denn nach so einer langen Pause muss natürlich auch etwas Besonderes passieren. Und deswegen werden wir heute etwas ziemlich Verrücktes starten. Und das meine ich ernst. Denn wir werden in diesem heutigen Video eine der extremsten Sachen durchziehen, die ich jemals gemacht habe. Über 8 Tage habe ich in diese heutige Folge investiert, um am Ende alle 128 Strongholds, die es in einer Minecraft-Welt gibt, zu suchen, um am Ende ein Portal zu finden mit den meisten möglichen Endeaugen. Jedes einzelne Endportal-Frame hat eine 10%ige Wahrscheinlichkeit, dass dort ein Endeauge stecken wird. Daraus ergeben sich diese Wahrscheinlichkeiten, bezogen auf alle 12 Endportal-Frames, also einen gesamten Portal, und man kann sehen, es gibt auf jeden Fall super seltene Funde. Das ist unser Ziel. Lasst unbedingt eine positive Bewertung da. Zeigt mir gerne mit diesem Video, dass ihr Bock habt auf weitere seltene Sachen folgen. Abonniert auch diesen Kanal, damit wir bald die 1 Million Abonnenten knacken können. Und bevor jetzt unsere XXL-Tour startet, haben wir noch ein kleines Problem. Und zwar gibt es alle 128 Strongholds in einer Minecraft-Welt nur in etwa 10.000–20.000 Blöcke um den Spawn verteilt. Und ich kann euch mal ganz kurz meine aktuellen Koordinaten zeigen. Die sind nämlich mittlerweile fast 7-stellig, weil wir auch schon über 10 Tage in dieser Welt sind. Vielleicht wundert ihr euch auch deswegen, seit wann bist du 10 Tage in diesem Projekt? Ich habe ein bisschen weitergespielt auf dieser Welt, und zwar in meinem Urlaub. Es klingt nach einem komischen Urlaub. Ich war eine Woche im Urlaub und habe nebenbei ein bisschen entspannter und kürzer gestreamt und habe dabei eine Sache gemacht. Und zwar habe ich Creeper und Zuckerrohr gefarmt, damit wir für die nächsten großen Expeditionen genügend Raketen haben. Und ihr könnt euch sicher sein, ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, Creeper zu töten und Zuckerrohr zu farmen. Das heißt, wir haben für eine große Travel-Aktion, in der man beispielsweise alle Strongholds finden möchte, auf jeden Fall genügend Materialien. Denn wir werden jetzt als allererstes über den Nether, über die Nether-Decke, diese Millionenblöcke zurücktraveln. Großaktion, seltene Sachen, finden wir heute die seltenen Enderaugen. Ja, da sind wir. Koordinaten 119.621 und 122.748. Wir haben auf jeden Fall für unsere Lytras, um diese zu reparieren, nochmal ein bisschen Bottles of Enchanting bei einem Cleric gekauft. Aber maybe müssen wir auch eine Weile laufen. Zum Glück ist das für euch ein YouTube-Video. Für mich wird es jetzt eine anstrengende Aktion. Auf geht es! Wir kommen 0-0 und werden... Ach ja, es wird lange dauern. Auf geht es. Vamos. Oh, oh, nicht sterben? Nee, passt. Gut, beide Lytras sind am Arsch, aber wir sind dafür roundabout bei der Hälfte angekommen, was ja erst einmal ganz okay ist. Na, dann weiter geht's. So, Freunde, 20.000 Blöcke auf X und Z nur noch. Das heißt, wir haben mittlerweile 100.000 Blöcke geschafft, hier oben zu traveln. Meine Damen und Herren. Es hat so lange gedauert, wir waren fast 2 Stunden unterwegs. Aber für seltene Sachen suchen machen wir das sehr, sehr gerne in diesem Projekt. Ist nun mal manchmal das Extreme gefragt. Und wir werden jetzt an 0-0, weil hier anscheinend keins steht, werden wir unser Portal aufstellen. Gehen wir zurück und gucken uns den Spawn an. Wir sind da. 0-0. Aber jetzt geht's erstmal zum ersten Stronghold. Wir haben jetzt erstmal das nächste Dorf. Und hier werden wir jetzt erstmal ganz kurz traden, um nochmal die Elytras aufzufrischen. Holen wir uns mal Enderperlen. So, Elytra, angezogen. Zack. Also ich bin jetzt gerade bei 1100 und 1500. Und hier wird der erste Stronghold im äußeren Ring sein. 128 to go. Ich weiß auch nicht so richtig, wenn der erste jetzt direkt richtig reinscheppert, ne? Was machen wir denn dann? So, Stronghold Numero Uno. Ich bin gespannt. Da haben wir schon direkt den ersten Portalraum. Direkt mal zum Anfang ein Two-Eye. Ist okay. Ist okay, ist okay. Das hat eine Wahrscheinlichkeit von 23,01%. Und dann geht es jetzt
ins End. Wir wollen noch ein bisschen Stuff mitnehmen. Das wird jetzt nicht wirklich selten, aber wir werden auf jeden Fall Elytras ranholen. Wir haben nur 2 Stück, was echt wenig ist, und noch mehr Schalker. So, hier gibt es keinen Enderdrachen. Den haben wir halt eben schon mal besiegt. Es wird sehr, sehr nice. Wir werden sehr, 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 sehr viel Zeit hiermit verbringen. Jetzt erstmal Schalkerkisten und Stuff, alles Mögliche zu farmen. Ich freue mich drauf, wird cool. Oh! Elytra Number One. So, also die Kollegen brauchen wir auch. Oh, wir werden auch dick Diamanten wiederholen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal 2 weitere Schalker, aber da sollen auf jeden Fall noch ein paar mehr folgen. So, da ist die nächste. Also 5 Dias. Vielleicht mal gucken, was unser Dia-Rekord sein wird. Curse of Vanishing mit FE4. Yo, 7 Diamonds in einer Kiste. Death Shredder, Mending. Curse of Vanishing und Curse of Binding. Sieht so scuffed aus, wenn beides da drauf ist. Juhu, da ist unsere 5. Elytra. Elytra, Eisen. Sharpness 3, Looting 2, Fire Aspect. Ist natürlich ein gutes Schwert, aber warum sollte ich das mitnehmen? Ich habe halt die beiden. Leute, kurze Frage. Ich habe da gerade was in der Kiste gesehen. Das sieht nach einem Diamantenrekord aus. Nämlich 11 Diamanten in einer Kiste. Yo, warte mal ganz kurz. Das sind anliegende Chunks. Wir haben Chunk an Chunk Portale im End. Jetzt mal ohne Mist. Ich glaube, dass es doch schon etwas ziemlich, ziemlich Seltenes. Das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal nachrechnen. Und dann werden wir dazu auch nochmal die Wahrscheinlichkeit einblenden. Aber ich glaube, das ist was richtig, richtig krass Besonderes. Dort haben wir die nächste. Elytra. Wir haben jetzt 6 Stück dazugeholt. Wir haben jetzt momentan 8. Wir übertreiben ein bisschen gerade mit unseren Elytras, aber es macht so viel Spaß. Also, 23 weitere Schalker-Kisten. Das sollte mittlerweile schon ausreichen, oder? Das ist unsere Ausbeute aus dieser Großaktion. Das sieht schon sehr, sehr, sehr ordentlich aus. Ansonsten haben wir natürlich auch nochmal die vielen Schalker geholt. Das war ja auch eben einer der wichtigen Teile. Aber das ist schon eine sehr, sehr, sehr gute Ausbeute. Und damit müssen wir uns dann erstmal um ein bisschen Mending und auch Unbreaking kümmern. Ey, das ist schon lange her, muss ich sagen. Es ist lange, lange her, dass wir so einen mal wieder gefunden haben. Der kommt direkt mal aufs Konto. Haben wir jetzt gerade einen OP-Gottapfel gefunden und in derselben Sekunde gefühlt ein babybraunes Schaf? Also babybraune Schafe haben wir mittlerweile schon ziemlich viele gefunden, muss man sagen. Es geht aber eben immer noch um die babypinken Schafe. So, Moment, es gibt gleich die Koordinaten für den 2. Stronghold. Wir befinden uns immer noch auf dem 1. innersten Ring. Stronghold wird ziemlich sicher hier unter uns sein. So, da haben wir den nächsten Portalraum. Und wir haben einen Null-Augen-Raum. Das ist, by the way, nicht der wahrscheinlichste. Die wahrscheinlichste Anzahl ist in ein Auge steckt. Gut, dann kommen wir zum letzten Stronghold auf dem innersten Ring. Danach geht es in den 2. In dem Bereich von 4000 bis 6000 roundabout. Dort werden wir 6 Strongholds finden. So, also, wir haben den 3. Stronghold unter uns. Und wir haben ein Auge. Gut, dann haben wir den jetzt aber auch erstmal von der Liste abgehakt. Also, als nächstes würde ich sagen, Mending, Unbreaking, Trading. Oh, das ist gut hier. Hier haben wir eine Menge Farben. Sehr gut, da vorne ist ein Dorf. Können wir uns gleich mal um Mending EDC kümmern und erstmal Ordnung schaffen für unser Inventar. Ich würde immer interessieren, Stronghold, maybe. Ja, dann haben wir hier direkt immer den nächsten Stronghold. Alright, Stronghold Nummer 4 auf dem 2. Ring. Der 1. Two-Eye. Alright, jetzt wird Ordnung gemacht, meine Damen und Herren. Jetzt wird erstmal getradet. Wir brauchen Unbreaking und Mending. Das ballern wir auf unsere ganzen Elytras. Ich packe die Bücher jetzt erstmal wieder zurück. Und jedes Mal, wenn wir jetzt halt einfach ein paar Level bekommen, ich werde jetzt nicht die XP-Bullets dafür wasten, dann nehmen wir halt nochmal ein bisschen mehr mit. Iron kommt der Envil wieder rein. Na dann, das sieht doch erstmal soweit ganz gut aus. Dann haben wir erstmal alles dabei, oder? Boah, ich bin so happy über unsere Ordnung, ne? Genau, das ist jetzt der 5. Stronghold, den wir jetzt besuchen. Stronghold Nummer 5. Wir haben den nächsten Two-Eye. Also aus 5, 3x 2 Augen. Und dann geht es jetzt in die nächsten 4 weiteren für den 2. Ring. Stronghold Nummer 6 ist ein einäugiger Bandit. Der 4. auf dem 2. Ring hat für uns 2
Augen. Stronghold Nummer 8. Portal Nummer 8. Ein One-Eye. So, dann geht es jetzt auf zum letzten auf unserem zweiten Ring. Der letzte Portalraum, also Nummer 9. Sprich, der sechste auf dem zweiten inneren Ring. Hat für uns ein Auge. Das heißt, wir haben mittlerweile ein 16. geschafft, aber wir werden uns jetzt auf den nächsten Ring begeben, auf den 7400 bis 8900er Ring. Wir sind jetzt beim dritten Ring. Also das ist jetzt der erste Stronghold im dritten Ring. Gut, wir sind in Stronghold Nummer 10. Na dann auf einen schnellen Portalraum. Ja, wir gucken auch immer nach den Büchern. Weiß ich nicht, weil ich einfach süchtig bin nach Kisten. Looting 2 Thorns, Power 4. Absolut keine Verwendung dafür, aber ich nehm's mit. Da ist es! Oh mein Gott, finally. Freunde, der 10. Stronghold. Wir gehen auf die Zweistelligkeit zu. Wir haben... Oh mein Gott! Okay, das ist holy shit! Das 10. Portal hat direkt mal einen Vierer. Und damit haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 2,13% gehittet nach halt 10 Portalen. Das ist richtig gut. Das ist schon mal so gut, dass das unser Rekordportal ist. Alles, was jetzt den neuen Highscore knackt, wäre sehr zufriedenstellend. Also das ist das Mindeste, was ich finden muss. Alles andere wäre nämlich sehr peinlich. Das gefällt mir. Das ist richtig, richtig gut. Und darüber können wir uns freuen. Stronghold Nummer 11 ist ein Two-Eye. Two-Eye, glaube ich, mittlerweile momentan am stärksten vertreten. Stronghold Nummer 12 ist die wahrscheinlichste Variante. One-Eye, 37,66%. Stronghold Nummer 13, bringt er uns Glück oder was ist los? Okay, ein Auge, besser als gar nichts. To be honest, es geht ja um die Seltenheit und One-Eye ist eben das wahrscheinlichste. Es ist wahrscheinlicher, dass ein Auge drin ist als null. Das ist nicht dein Ernst. Das ist ein Sechser. Das ist ein Sechser. Was? Sechs Stück? Einfach so? Einfach ein Sechser? Oh mein Gott. Das ist neuer Rekord, oder? Davor hatten wir nur einen Fünfer. Junge, die Wahrscheinlichkeit für einen Fünfer war doch schon insane. Einfach ein Sechser-Kaktus. Was ist das für eine verrückte Folge? Erst finden wir die Portale im End nebeneinander in Chunks. Jetzt suchen wir momentan alle Strongholds ab. Und jetzt ist einfach noch so ein Sechser-Kaktus dabei. Das ist Wahnsinn. Der sticht aber auch ins Auge. Ab in die Chest, den nehmen wir mit. Junge, der passt nicht mal mit aufs Bild. So groß ist der. 24.07.2020. Ein Jahr später haben wir einfach einen Sechser. Ich freue mich sehr. Die Wahrscheinlichkeit rechnen wir uns auch nochmal, by the way, aus. Aber jetzt haben wir endlich mal wieder was für die Kiste. Und zwar am 4.09.2021. Let's go! Sehr, sehr, sehr nice. Yo, Nummer 14. Speedrun. Das ging schnell. Und wir haben ein Nuller. Stronghold Nummer 15. Es steckt kein einziges Auge drin. Ocean Exposed mal wieder. Ey, es ist ohne Mist krass, wie viele Ocean Exposed wir finden. Wir haben ein Auge in der 16. Nummer 17 hat für uns... Oh mein Gott, immer wieder ein sehr, sehr nervöser Moment in seltenen Sachen, wenn ich ihn sehe. Wir haben... 0. Und wir haben mal wieder eine 0. So, das ist jetzt die Nummer 20 und zeitgleich der erste Stronghold auf dem 4. Ring. Wir haben ein Two-Eye. Nummer 21 gibt uns einen saftigen Zweier. Mal wieder zwei Augen. Portal 23. Sehen noch nicht so viele stecken. 0. Es ist entweder 2 oder 0, aber niemals ein Einer. 37% normalerweise dafür, dass eins drinsteckt. Wir haben immer 28% 0 oder 23% für 2, aber nie ein Einer. Nee. Okay, es ist nur ein Fünfer. Nur, aber wir hatten heute schon einen Sechser. Nummer 24, meine Damen und Herren, hat... Warum? Was hast du im Angebot für mich? Und zwar ein One-Eye! Das ist das Unseltenste, was es gibt. Danke. Nummer 26. Ocean Exposed Stronghold. 26. Wir haben einen One-Eye. Nur das Beste, please. Wir haben... Ich hätte es vorher nicht so beschreien sollen, dass ich One-Eyes will. Oh, ja. Ich glaube, ich habe ihn. Ja, wir haben heute so viele Ocean Exposed Strongholds gefunden, ne? Und direkt den Raum. Es ist so geil, Alter. Es bockt so sehr. Nummer 28. Come on. Ach, Mann, es ist nur ein One-Eye. Und jetzt sind es nur noch 100. Nummer 29 ist ein
Zero Eye bei 5300 und 10400. Raum Nummer 30. Ja, wenn ich da schon mal gucke. Ja, relativ wenig. Ja, das sieht mir auch noch relativ wenig aus. Null Augen im 30. Das ist relativ wenig. Sei kein 31er, sondern... jawohl. So, Stronghold Nummer 32. Das ist dann, by the way, ein Viertel von allen Strongholds, die wir finden wollen. Der 32. gönnt uns mal wieder ein Two-Eye. Das geht in eine interessante Richtung, denn wir hatten lange kein Two-Eye mehr. Das war ja eigentlich immer so der häufigste Fund. So, Stronghold Nummer 33 ist es jetzt hier. Das ist halt auch eigentlich eine seltene Sache. Zwei Spawner, und zwar zwei so besondere. Ist das im Maybe sogar ein Chunk? Wir haben im Silberfisch-Spawner einen anderen Spawner. Wie viele Augen haben wir erstmal? Zwei, alright. Nee, aber jetzt mal ganz kurz. Das ist doch wirklich was ziemlich Besonderes, oder? Also habe ich so auch noch nie gehabt. Es ist jetzt nur ein Two-Eye. Aber wir haben zwei Spawner. Den Silberfisch-Spawner, den es eben immer dort gibt. Und im selben Chunk immer noch. Also direkt vorm Eingang haben wir noch einen Cave-Spider-Spawner. Noch nie gesehen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiert, ist halt... Puh, das ist schon sehr, sehr, sehr krass. Leute, vielleicht mal eine 5er-Bombe. Oder eine 6er-Bombe. Oder eine Einer-Bombe. So, wir müssen jetzt erstmal auf den 5. Ring fliegen. Fürs nächste. Kannst du keinem erzählen, ne? Das kannst du keinem erzählen. Was passiert in diesem heutigen Video? Ach, geh nach Hause. Geh mal bitte nach Hause. Zwei Full Gold. Ich glaube, das ist auf jeden Fall was ziemlich Besonderes. Also die Wahrscheinlichkeit für eine Skeleton Trap ist schon Wahnsinn, dass das Ding überhaupt spawnt. Ist eine so seltene Sache. Aber dann dazu noch das große Glück zu haben, dass zwei davon Full Gold Rüstung haben. Wahnsinn. Wir müssen jetzt auf 13.000er Koordinate und dann mal dort den nächsten Stronghold finden. Das müsste dann Stronghold Nummer 35 sein. Oh, Nummer 35, Premiere, 8,52%, das allererste Mal, ein Dreiauge. Sehr, sehr, sehr gut. Wir machen weiter, meine Damen und Herren. Portal Nummer 36, Null Ei. Okay, ich sehe hier erstmal keinen. Hier auch erst. 37, Null. Ein Two-Ei, das ist nochmal was Cooles. Ey, not bad, das zweite Dreier. Two-Ei, Null Augen. Muss ich nicht zu sagen. Ah, schön, dass eins schon links steckt. Bringt mir viel. Oh, ich sehe schon mal eins. Eine Zweierbombe. Nummer 45 gibt uns ein One-Eye. Ocean Exposed. Nummer 46. Speedrun. Da ist er nämlich. Ist ein One-Eye auf den Koordinaten minus 2, 3 und minus 13, 9. Yo, oh mein Gott, wie cool sieht das Haus aus. Das Dorf ist halt auf einem Mountains-Biom. Oh mein Gott, das ist eins der schönsten Dörfer, die ich jemals gesehen habe. Wie das hier so runtergeht, dieser Weg. Oh mein Gott. Voll schön mit dem Schnee, muss ich sagen. Na dann, Leute, Nummer 51, würde ich sagen. Wenn ihr Bock habt, fliege ich los in unser Glück. Und wir müssen dazu in Direktion Posneck. Nummer 51, meine Damen und Herren, hat für uns... Oh mein Gott! Warum denn... Oh, wie ärgerlich. Der erste des heutigen Tages von Tag 4 ballert uns ein Vorei. Wahrscheinlichkeit 2,13. Wenn noch eins mehr gewesen wäre, hätten wir einen neuen Rekord. Boah, ich wäre so zufrieden, wenn wir ein einziges Fünfer finden würden. Zweimal die 2%-Marke geknackt. Das ist auf jeden Fall sehr... Also das ist schon überdurchschnittlich. Also das ist jetzt nicht im Durchschnitt. Der Durchschnitt würde halt sagen, dass wir 2 auf 100 finden, aber nicht 2 auf 50. Ja, das ist schon sehr, 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 sehr gut. Hä? Das sieht sehr weird aus, denn wir sind hier in der Wüste und haben eben das Dorf passend zum Plains-Biom, also ein normales, klassisches Dorf haben wir hier, aber halt eben voll in der Wüste. Es sieht halt mega merkwürdig aus. Also es fängt halt eben dort an und breitet sich halt eben unnatürlich in einem Biom aus, wo es normalerweise ja nicht so aussehen sollte. Aber so kommen ja eben teilweise Dschungel oder eben auch Sumpf-Villager zusammen, dass die Dörfer manchmal in Regionen überragen, in denen sie normalerweise gar nicht sein sollten. Also zum Beispiel auch in einem Myzelbiom könnte es auch ein Dorf geben. Ultra selten, aber auch zum Beispiel in einem Dschungel oder in einem Sumpf. Und dann gibt es ja eben auch neue Texturen für die Villager. Was? Das sind vier? Was finde ich gerade? Also alle vier Chain. Full Chain. Nebeneinander. Was soll ich dazu noch sagen? Seltene Sachen. Nummer 52 gibt uns einen Zero Eye. Da haben wir direkt den nächsten. Und zwar... ein knackiges One-Eye. Wir haben auf jeden Fall zwei. Mindestens zwei
Ja, es ist ein Zweier, ne? Es ist ein Dreier. Okay. Also heute haben wir interessante Funde. Das ist mittlerweile das dritte Dreier. Also es geht momentan in interessante Richtungen. Und es mir gefällt. Ich habe, by the way, dann keine Blaze Rods mehr, ne? Und auch keinen Enderperlen. Das heißt, wir müssen dann gleich auch in den Nether Farm gehen. Das wird wahrscheinlich jetzt wirklich der letzte sein, den wir jetzt erstmal so looten. Und dann müssen wir erstmal ganz kurz einen Boxenstopp machen, unseren Stuff reparieren, alle Elytras auffrischen. Müssen in den Nether gehen. Alles drum und dran. Die ist das. Ihr wisst, wie es läuft, ne? Oh, ich habe viele gesehen. Mindestens zwei. Zwei. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben dort eins und dort. Also wir haben auf jeden Fall mindestens schon mal ein Zweier. Oh mein Gott. Okay, das hatten wir noch nicht ein einziges Mal. Das hatten wir noch kein einziges Mal, dass es mal so reingescheppert hat, ne? Dreier? Es ist auf jeden Fall ein Dreier. Es ist ein Dreier. Oh, Vierer. Was? Vorne auch noch. Oh mein Gott. Gib mir doch mal bitte. Gib mir doch ein einziges noch dazu. Oh mein Gott. Vierer ist gut, auf jeden Fall. Aber Leute, wir sind so kurz vorm Fünfer. Gut, dann brauchen wir erstmal ein Dorf. Und dann wird erstmal getradet. So, Stronghold Nummer 56 hat für uns ein One-Eye. Oh, ich sehe ihn. Ocean Exposed. Stronghold Nummer 500 gefühlt. Ja. Motivation. Oh mein fucking Gott. Wie schon wieder? Oh mein Gott, gib mir doch ein Fünfer. Einmal. Junge, oh mein Gott, ein einziges mehr. Es ist ja aber ultra krass. Wir haben viermal ein Vier-Ei jetzt gehabt innerhalb von nicht einmal 60 Strongholds. Die Wahrscheinlichkeit von so einem Teil liegt bei 2,13%. 8 und 5. Oh mein Gott, 1. Oh mein Gott. Okay. Wir haben mindestens schon mal 2. Oh mein Gott. Wenn es jetzt ein Vierer ist, ne? Wow. Ja, es sind auf jeden Fall 2. Vielleicht sind da hinten ja nochmal. Okay. Es kann schon kein Fünfer mehr sein. Was ist denn das für ein Quatsch? Gibst du mir einfach jetzt auf Krampf hier so einen Zweier? Portalraum! Ocean Exposed. Ja, cool. Dankeschön. Nuller. Null Auge. Ein Three-Eye. Ey, wir haben solche krassen Funde, aber leider noch keinen neuen. Uno. So, Freunde, wir kommen zum 64. Das ist ein ganz, ganz besonderer, denn das ist die Hälfte. Freunde, das ist der 64. Stronghold. Wirklich, Strongholds fühlen sich mittlerweile an wie meine Hosentasche. Halt legit. Was ist das hier? Junge, was ist denn hier für eine Party? Und ja, das ist die Hälfte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sehe zwei Augen an zwei Positionen. Okay, come on. 64. Die 64, die Hälfte. Was haben wir im Angebot? Wir gehen hoch. Das ist nicht schlimm. Das ist auch nicht schlimm. Aber wenn jetzt da einer ist, dann wird es ganz interessant. Okay, ist nicht schlimm. Wir wissen ja schon, dass hier einer ist. Okay, wir wissen, dass dort keiner ist. Aber wenn jetzt da einer ist. Wenn da jetzt einer ist. Okay, wenn jetzt auf der rechten Seite überall einer ist, dann haben wir trotzdem... Ja. Aber wir sind bei über 50%! Alright, Nummer 65. Was hast du im Angebot? Alles klar, cooles Angebot. So, Nummer 81, ein Auge. 82 ist ein Two-Eye. So, jetzt kommt der 83. Das ist der letzte Stronghold auf dem 6. Ring. Danach kommen wir auf den vorletzten Ring. Was ist denn das für ein Stronghold? Yo, ach so. Rip. Bin tot. Das war's mit dem Projekt. Toll. Alles hinüber. Alles am Arsch. Ich bin, ja, Rip. Wie soll ich das hier schaffen? Ja, One-Eye in der 83. Wir sind im letzten Portal des 6. Ring angekommen. Es geht jetzt in Richtung 7. Ring. Wir sind bei 10.500 und minus 14.000. Nummer 84. Null Augen. Im 85. haben wir ein Enderauge. Oh mein Gott, wenn das ein Zombie-Villager gewesen wäre, ne? Baby-Zombie-Villager. Es sieht halt schon sehr, sehr selten aus, ne? Aber Full Gold, Baby-Zombie auf Chicken. Ist schon krass. Ist schon trotzdem sehr selten, glaube ich, ja. Also den Kollegen irgendwann mal in der Diamantrüstung auf einem Chicken zu sehen. Nummer 86 hat für uns 0. 87. Was hast du im Angebot für uns? Oh, mal wieder ein Three-Eye. Not bad. Wahrscheinlichkeit 8,52%. One-Eye, ein Auge. Zwei Augen. Null. Null Augen. Im 92. Null Auge. 94. Hat zwei Augen. Numero 95.
2 Stück. Nummer 96. 3 Augen. Nummer 97. Wir gehen auf mein Geburtsjahr, Leute. Es ist 1 Uhr in der Nacht. 97. Ich gehe ein bisschen auf Hoffnung. 0. 1. Das ist schon mal gut. 0. 0. 0. 2. Wir haben noch 6 offen. 2. 2. 2. Komm, jetzt alle 3 voll. 2. 3. Ja, Digga, es ist halt wieder ein Dreier. Es wäre sehr, 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 sehr schön, wenn wir auf jeden Fall nochmal einen neuen Rekord knacken würden. Ocean Expose Nummer 98 und dafür auch direkt der Portalraum. Und wir haben ein einziges Auge. So, da haben wir Spawner Room Nummer 99. Sieht jetzt aber nicht allzu voll aus. Sieht aus wie ein Zweiauge. Und wir gehen mit dem nächsten Stronghold in die Dreistelligkeit. Denkst du, bist was Besonderes mit deinem Trident, ha? Huh? Kannst du mir direkt mal geben. Back-to-back Trident Drop. Oh mein. Okay, ich glaube, das ist auf jeden Fall was Besonderes. Das ist schon was sehr Besonderes. Allein diesen überhaupt gedroppt zu bekommen, ist schon ziemlich unwahrscheinlich. Aber dann back-to-back, das ist nicht verkehrt. Oh, Numero 100. Wir gehen auf die Dreistelligkeit. Wir machen es auf jeden Fall spannend. 0. 0. 1. Ist schon mal gut. Ein Auge. Ein Auge. Ein Auge. Wir haben immer noch 6 offen. Es könnten damit alle voll sein. Wir könnten ein 7 Auge haben. Oder ein 6er. Oder ein 5er. Oder überhaupt irgendwas. Ja, Nummer 100 ist das Wahrscheinlichste. Mit 37,66% haben wir ein One Eye. So, Nummer 101. Okay. 4 Diamanten, auch relativ selten gesehen. Nummer 101 hat 0. Nummer 102. Es ist auch immer wieder so motivierend. Du gehst in diesen Raum rein und siehst an den Seiten schon mal 0 Enderaugen. Und am Ende siehst du 1 drinstecken. Ein Auge. Was hast du im Angebot? Ein One-Eye. Ja, Two-Eye. 5 wären noch zu wenig. Wir hätten mehr verdient. Mehr. Und wir werden believen bis zum Schluss. Bis wir den letzten Stronghold gelootet haben, werde ich davon ausgehen, dass wir auf jeden Fall den 4er-Rekord noch brechen können. Denn ich bin Basti GLG. Und ich bin ein Believer. Und ich bin ein Fighter. Der Rekord ist immer noch 4 Augen, aber ich wollte mir halt die Spannung bis zum Schluss aufheben. Und der richtig große Kracher, der kann ja jetzt hier noch jederzeit kommen. Und zwar im Portal Nummer 106. Nämlich eines. Mann, es steckt an der Seite schon nichts, ne? Das ist so demotivierend, Minecraft. 107. Was hast du im Angebot? Mann, ja. 0 bei minus 4000 und 19.400. Na dann, ab runter in die 111. 111 klingt ja schon fast wie eine Glückszahl. Mann, Junge. Nummer 111. Nummer 112. Wird die Feuerwehr gerufen? Ja. Außen steckt mal wieder kein einziges. 112, 0. 113. Okay, wir gehen auf jeden Fall schon mal nicht leer aus. Das ist schon mal nice. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 1 insgesamt. 2 insgesamt. 2 insgesamt. 3 insgesamt. Der erste Dreier heute. 3. 4. Der erste Vierer des Tages. Wenigstens jetzt mal ein Vierer zur Motivation. Ey Leute, das Ding ist halt ein Vorei. Hat eine Wahrscheinlichkeit von 2,1%. Die Dinger sind schon selten. Nummer 114. Nee. Back-to-back 4-Eye. Du kannst nicht mal. Digga, gönn doch eins mehr. Ah, alles klar. Find den Strong nicht, aber direkt den Portalraum. Der dann auch nochmal ein entspannter Nuller ist. Und hier haben wir Portalraum Nummer 116. Mit 0 Augen. Bei 19.400 und 4.100. 2 Augen in der 117. Und Nummer 118 ist ein One-Eye. Nur noch 10 Stück. Nur noch 10 Stück zu looten. 119 gibt uns einen Nullauge. So, Nummer 120.
Ein Dreier. Auch schon lange her. Ein Dreier macht natürlich nochmal Hoffnung auf ein bisschen mehr. Wahrscheinlichkeit 8,52. Maybe geht da ja nochmal ein bisschen mehr. Wir sind, by the way, jetzt im letzten Ring übrigens angekommen. Wir haben den größten Ring mit den meisten Portalen mittlerweile auch erledigt. Und zwar den 7. mit 36 Portalen. Und jetzt geht's in den letzten. Mr. 121 hat für uns kein einziges Auge. Passiert, Leute. Passiert. 122, meine Damen und Herren. Langsam bleiben nicht mehr viele übrig. Es ist die heiße Phase. 122. 0, 0, 0. 1, 2. 2, 2, 2. 2, 2, 2. Zweier. Als 122. bei den Koordinaten 1200 und minus 24.000. So Leute, 123 Strongholds haben wir mit diesem gleich gelootet. 0, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ein Zweier. Ich kann nicht so richtig glauben, wie weit es mittlerweile hier schon geht. Jo, das ist ein Auge. Wir sind seit, weiß ich nicht, wie vielen Stunden dabei. Strongholds after Strongholds zu suchen. Portale anzugucken. Naja, gibt es zum Ende nochmal eine Gönnung. Oh mein Gott, ich hätte geschrien. Ich hätte geschrien. Wir kriegen nochmal einen Vierer. Das gibt es nicht. Meine Damen und Herren, das hier ist offiziell der vorletzte Stronghold. Danach gibt es nur noch einen einzigen, den wir auf der kompletten Welt noch nicht angeguckt haben. Danach haben wir jeden einzelnen Stronghold auf der gesamten Welt uns angeguckt. Jedes einzelne Portal, jedes einzelne Endportal-Frame gesehen, analysiert, gezählt und wissen, wie viel es jetzt gibt. Leute, das vorletzte Endportal, das es auf dieser Welt hier noch gibt, Numero 127. Oh, cool. Hat noch Luft nach oben, das gut altbekannte Zweiauge. Wir sind auf dem Weg zum allerletzten Portal. Es ist, by the way, 2 Uhr nachts. An die YouTube-Zuschauer. Eine Sache, die wir, egal was jetzt passiert, schon mal festhalten können, Leute. Wir werden uns jetzt das letzte Portal angucken. Den letzten Stronghold. Eine Sache, die wir festhalten können, ist, auch wenn wir es vielleicht am Ende nicht geschafft haben, unser eigentliches Ziel von einem mindestens irgendwas über 4 Augen beinhaltenden Portal zu finden, haben wir das Ganze trotz dessen in einer sehr, sehr, sehr guten Zeit gemeistert, haben auf gar keinen Fall aufgegeben, plus haben wir gerade mit diesen 4 Augen, die wir nämlich sehr, sehr, sehr überdurchschnittlich oft hatten, einen sehr besonderen Fund gemacht. Vielleicht ist ja der letzte auch nochmal ein Vierer, wir werden es sehen. Falls wir danach irgendwann mal ins End gehen wollen, wissen wir auf jeden Fall, wo es maybe ein Portal gibt in unserer Nähe, denn wir wissen, wo jedes Einzelne auf dieser Welt steht. Der Kreis schließt sich. Das letzte Portal wird sich unter einem Zauberwald befinden. Alright, Leute. Es hat mir so viel Spaß gemacht, aber auch diese 128 Portale zu suchen. Es war ein Grind. Eine ziemlich ernsthafte Dedication, an der wir mittlerweile, glaube ich, über 30 Stunden saßen. Dass das Ganze hier am Ende in ein einzelnes Video fließt, ist auch ziemlich verrückt. Und da vorne ist es. Das letzte Portal in unserer Journey. Ich sehe auf den Seiten, das kann ich ja schon mal spoilern, keine einzigen Augen. Meine Damen und Herren, das letzte Portal hat 0, 0, 0, 0, 0, 0. Wenn es jetzt wirklich 0 sind, dann ist das echt traurig. 0, 0, 0. Das ist jetzt doof. Aber man darf es auch so sehen, es ist nicht das Wahrscheinlichste, weil ein One-Eye ist am wahrscheinlichsten. Aber stellt euch mal einfach diesen Fund vor. Schau mal vor, wir wären hier reingegangen und hätten das gesehen. Leute, wir haben etwas geschafft. Und zwar 128 Strongholds über eine gesamte Map uns angeguckt. Alle einzeln bereist, jeden einzelnen gesehen, gefühlt jeden Silberfisch-Spawner abgebaut. Unser Rekordfund war dabei ein Vierer. Aber diesen Vierer haben wir nicht nur ein einziges Mal gefunden, sondern wesentlich häufiger, als man normalerweise erwarten würde. Die Wahrscheinlichkeit für einen einzelnen Vierer beträgt nur 2,13%. Und wir haben ihn so oft gefunden. Ich danke euch, dass ihr mich auf diesem wahnsinnigen Projekt hier in dieser seltenen Sachenfolge begleitet habt.
Vielen lieben Dank für euren Support, dass ihr euch sowas auch anguckt. Ich hoffe, es hat euch insgesamt gefallen. Lasst auf jeden Fall gerne eine positive Bewertung da. Abonniert diesen Kanal und ich sage bis zum nächsten Mal, wenn wir vielleicht mal wieder verrückte, seltene Sachen suchen und weiß ich nicht, wie viele Stunden dafür aufopfern. Macht's gut. Es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal.